Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Früher hieß es Eintopf, heute heißt es One Pot. Nee, in der Tat machen wir heute ein One Pot Gericht, wie man ja so schön sagt, alles aus einem Topf. Und das ist natürlich heute ein klassischer Eintopf, und zwar so ein Bauerneintopf mit Hackfleisch, mit Paprika, mit Kartoffeln, mit Tomaten, allen möglichen Gewürzen, so wie man das am besten eigentlich auch noch so ein bisschen in der kalten Jahreszeit zu sich nimmt. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Zwei Zwiebeln habe ich schon mal geviertelt, ebenfalls eine Knoblauchzehe geschält. Das Ganze kommt in den Mixtopf und irgendwann werde ich mal eine Grundeinstellung dafür einnehmen, dass ich nur einen Knopf drücken muss, wenn das irgendwann mal geht. Denn wie immer wird das Ganze 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Und mit dem Spatel nach unten geschoben. 30 Gramm Olivenöl nehmen wir. Und geben jetzt noch 2 Paprikaschoten hinzu. Ich habe eine rote und eine gelbe Paprikaschote gewürfelt. Und das Ganze wird jetzt 4 Minuten auf Aromastufe 1 erwärmt oder angedünstet, zubereitet. Ganz wichtig, habe ich vergessen, Linkslauf einschalten, sonst sind die Paprika matsch. Also 4 Minuten Aroma, Linkslauf, Stufe 1. Jetzt haben wir es. So, und weiter geht's mit unserem Bauerneintopf mit frischen Landwirten. 400 Gramm stückige Dosentomaten kommen jetzt in unseren Topf. Dann 400 Gramm passierte Tomaten. Wieder 400 Gramm, diesmal Wasser. 60 Gramm Tomatenmark. Ich nehme jetzt das scharfe Tomatenmark. Ich finde das immer, das macht so eine nette Würze und ich glaube, das passt ganz gut dazu. Ihr könnt natürlich auch normales Tomatenmark nehmen. Aufs Gramm genau. Einen Esslöffel Gemüsebrühpulver. Ich weiß, ich habe es schon 100 Mal gesagt, aber es geht natürlich auch Suppengrundstock. Wie der funktioniert, da oben klicken, dann wisst ihr das. Warum ich jetzt heute keinen Suppengrundstock mache? Ich habe keinen mehr. Müssen wir erst nochmal produzieren. Der geht bei uns nämlich weg wie nix. Also da oben klicken, selber zu Hause nachmachen, ist top. Kartoffeln habe ich für euch schon in Würfelchen geschnitten. Das sind ebenfalls 400 Gramm. Jetzt muss man echt aufpassen, der Topf wird echt voll. Paprikapulver, das ist edelsüß, auch 2 Esslöffel voll. Was ein Haufen Material ist, so an Paprikapulver. Das hier sind 2 Lorbeerblätter, auf denen ich mich nicht ausruhe, sondern die ich in den Kessel werfe. Ein Viertel Teelöffel Chiliflocken, den habe ich jetzt hier aus der Mühle, da muss ich so ein bisschen gucken. Eher nicht zu viel, ich würde da lieber nochmal nachwürzen, weil wir auch das scharfe Tomatenmark benutzt haben. Das hier ist Cayennepfeffer, auch davon eine kleine Prise. Also das wird wirklich ein sehr würziger Eintopf. Ein halber Teelöffel Currypulver, ebenfalls in den Topf. Kreuzkümmel eine Prise, Majoran einen Esslöffel, Oregano einen Teelöffel. Und das waren alle Zutaten hier für unseren Bauerntopf. Jede Menge Zutaten und ich hoffe, ihr habt alle schön mitgeschrieben. Falls ihr nicht mitgeschrieben habt, keine Angst, die PDF mit dem Rezept, die gibt es wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Wir lassen das Ganze jetzt 30 Minuten köcheln und zwar 100 Grad auf Stufe 0,5 und braten dann in der Zwischenzeit das Hackfleisch an. 600 Gramm braucht ihr dafür. Ich habe jetzt ein bisschen mehr, mache auch ein bisschen mehr, weil ich da jetzt nicht noch irgendwie 50 Gramm übrig haben will. Aber erstmal hier 30 Minuten köcheln, Hackfleisch anbraten und dann sehen wir uns wieder. Auch hier wieder wichtig, ne? Linkslauf. So, unser Bauerntopf ist fertig und ich habe auch das Hackfleisch bereits entsprechend zubereitet. Ich werde das jetzt hier nochmal mit Pfeffer und Salz abschmecken oder schauen, ob es notwendig ist. Ich
Glaube aber nicht, denn ich habe ja wirklich jede Menge Gewürze reingemacht. Aber sicher ist sicher. Weil ich habe ja auch hier in das Hackfleisch, habe ich ja auch Pfeffer und Salz getan. Das kommt jetzt hier rein. Ich weiß nicht, ob das nicht zu voll wird. Also 600 Gramm hätte man reinmachen dürfen, reinmachen sollen. Wir haben ein bisschen mehr angebraten. Okay, Finale. Das mische ich dann nachher unter. Denn wir müssen das jetzt nochmal 30 Sekunden im Linkslauf auf Stufe 2,5 miteinander vermengen. Ja, brauchen wir auch nicht mehr zu erwärmen. Einfach nur Linkslauf 2,5. Aber das wird dann doch ein bisschen voll. Mache ich vielleicht in zwei Arbeitsgängen oder ey. Ich mache das in der Schüssel. Ich mache das jetzt gleich in der Schüssel. Dann mache ich den Rest rein und das probiere ich jetzt erstmal, wie es schmeckt. So. So. Und ich habe keine Suppenkelle. Natürlich nicht. Ich habe hier nie Suppenkellen. Falls irgendein Suppenkellenhersteller dieses Video sieht, ihr dürft uns gerne mal Suppenkellen zur Verfügung stellen. Ich würde die noch regelmäßig in die Kamera halten, wie jetzt dieses Salatbesteck. Falls ihr wissen wollt, wohin ihr die Suppenkelle schicken müsst, unten im Impressum. Ja, einfach an die Adresse von Forum Home, Stichwort Wunderkessel, dann kommt das bei mir an. Ich mache das jetzt mit dem Salatbesteck raus, ist mir völlig egal. Die Redakteurin sitzt hinten, lacht sich kaputt, Hanna ist gerade kurz vorm Verzweifeln, aber das ist egal. Ja. Na, es geht ja, es geht ja. Man muss sich zu helfen wissen. Zu Hause habe ich ja drei Salatbestecke und drei Suppenschüsseln, Kellen, Dinger. Das reicht jetzt auch erstmal zum Probieren. Mehr braucht kein Mensch. Wenn ich jetzt so einen großen Löffel hätte, das ist heute auch wirklich. Ah, hier. Es ist etwas chaotisch gerade hier in der Wunderkesselküche. Nicht nur, weil sie mir jetzt hier komplett alles umgestellt haben. Da suche ich alles. Aber Hauptsache, es schmeckt. Unser Bauerntopf mit Hackfleisch. Wie gesagt, den Rest vom Hackfleisch, den arbeite ich jetzt gleich dann in der Schüssel ein. Aber so kann man ja schon mal einen guten Eindruck bekommen, wie es schmeckt. Und ich finde es mega. Das ist echt gut. Auf jeden Fall ein gutes Eintopfgericht. Ich kann euch jetzt erzählen, wie toll die Tomaten daraus schmecken und wie lecker die ganzen Gewürze miteinander harmonieren und wie toll das riecht. Aber ihr müsst es einfach selber nachkochen und ausprobieren. Ich gehe jetzt was essen. Also nachkochen, ausprobieren, gerne drunter schreiben, wie euch das Rezept geschmeckt hat. Vielleicht habt ihr auch Ideen für andere Rezepte, die wir hier mal in der Wunderkesselküche für euch kochen sollen. Also einfach kommentieren. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, da unten die Glocke, die anklicken. Dann bekommt ihr immer Infos, wenn wir neue Rezepte haben. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.